Hallo und jetzt willkommen zurück hier zu My Summer Car. Yo, durch das blöde Zufällchen hier sind wir natürlich irgendwie gestorben. Ich habe es jetzt einfach wieder so gemacht. Ich habe mich jetzt hier in die Gegend gesetzt und bin jetzt einfach hier wieder zum Tracker zurückgelaufen. Ich habe gedacht, wir könnten den Typ hier mit der Gabel anheben, ne? Aber dem war nicht so. So, jetzt müssen wir mal gucken. Und das Ding wieder anhängen. Ah, und der Saft fliegt hier durch die Gegend. So. Mist. Hier fliegt alles mögliche durch die Gegend. Ich glaube, die Felgen haben uns getötet oder so. Warum kriege ich denn jetzt die... Ah, der Träger rollt weg. Okay. Na, dann trinke ich mal kurz hier. Okay. Der Träger rollt weg. Mein schöner Träger rollt weg. Naja, weit rollt er nicht. Ups. Ja, nicht, dass er mich jetzt überrollt, ne? Kann ich jetzt mal... Mach die Tür auf und... Ne, ich komme nicht an die Handbremse. Doch, oder? Ja, das ist immer das, wenn man dann wieder neu lädt. Dann ist die Einkaufstüte offen. Jetzt liegt ja alles im Fußraum, das ist... Nein, nicht die Parkbremse. So, die eine Felge kann da liegen bleiben. Die ist mir jetzt wurscht. Ja, jetzt... Mach die verdammte Tür auf. Oder klippt es hier rein, so. Okay. Warte mal, die Hydraulik, die machen wir zurück hier. Bisschen anheben natürlich. So, jetzt nimmt der Pumper hier rein. Ups, das war schon mal gar nichts. Moment. Gleich wieder abgewürgt. So, das Ding dann wieder gleich mal an und den Pumper kennen. Ja, der Grüne hat sich aus dem Staub gemacht. Aber der war auch tot, immerhin. Der war nur noch tot im Auto gehangen. So, jawohl. Warum bewegt sich jetzt... Warum bewegt der Träger sich noch, obwohl ich gar nicht die Bremse drin habe? Die Felge da schwer hier unten. So, hier müsste auch ein Haken sein, oder? Nee. Ist ja nur hier vorne. Ja. Zack. Da an das Hängerschloss sozusagen machen hier. Lass mich in die Tür rein. So, okay, das Wheel hier. Das soll bitte... Ja, das kommt hier hinter. Sehr unbequem so langsam hier im Bulldog. Wenn hier so wie Krempel rumfliegt. So. Weiter geht's. Ja, das ist ein Ziel, okay. Aber bleibt doch hier im dritten Low-Gang. So. Ah, nicht du schon wieder. So, das reicht mir jetzt mit dir. Da, jetzt hast du die Kacke hier. Ausgegabelt. Angegabelt. Der will schon wieder töten hier. Na, spinn. So, warum ist der verdammte? Jawohl. Handschütteln.
kann man da noch hoch. Im zweiten Gang. Also geht's wieder runter. Ja, da kam der Grüne doch tatsächlich schon wieder hierher gefahren. Der weicht das aus der Böse. Ja, ein bisschen leiser. Jetzt ist er weg. Das ist ein bisschen. Besser wie jedes Gelaber haben wir. Oh, das zieht sich ganz schön die Flote. Obwohl mir mal klar kam, dass ich hier doch schon wieder reinkomme. Das liegt die völlige Schwere so blöd. Kann man hier saufen. Oh nee, bitte nicht zu der Lager. Ja, ist die gerade zum Fenster rausgeschmissen? Kann sein. Ah ja, wenn wir da Berg hochfahren, da kann man eh. Ah, Mist. Das war zu viel für den Bulldog. Und dann kommen wir im ersten Gang hier. Ich dachte, das wäre am zweiten. Weiter geht auch noch. Dann gehen wir auf High. Ja, ich bin High. Sag mal, das ist halt Berg und Tal hier, da musst du ganz schön ackern, ja? So, und Tina! Ja, jetzt war viel zu schnell für ihn. Und dann wird er stoppern. Da gibt mir noch ein Bier. Einfach mal hier drinnen, weil die verschwinden eh wieder, wenn wir neu laden. Jetzt sind wir schon wieder ganz schön dreckig geworden hier, ne? Ja, da kommt dieses komische verlassene Haus da. Und da kommt auch ein Lope. Ist ja schön. Jetzt ey viel, dass man da nicht noch hier Drängerspuren hinterlässt oder im Kies oder so in der Erde hier. Das wäre geil. Aber wir sind das für ein Gelaber hier am Radio, das ist ja wirklich schrecklich. So, und jetzt hat er von Kari zu, ne? Das wär's noch. So, den nehmen wir jetzt mit, den habe ich jetzt aufgegabelt, so. Ich weiß gar nicht, was ist. Was habt ihr denn, ne? Den haben wir schön aufgegabelt. Den leitet uns, glaube ich, immer dann, wenn, wenn wir uns dann da haben. So. Ah ne, jetzt hat er tatsächlich zu. Da steht wieder Kick mit. Mist, das hat er tatsächlich zu. Ja, wir wissen ja nicht, wie spät es ist. Ah, da müsste es schon nach 16 Uhr sein, wenn der zu hat. Tja, das war ein Satz mit X. Hm. Das Ding nehme ich jetzt aber nicht mit. Ich lasse es, glaube ich, schon mal hier. Und dann, wenn wir das nächste Mal vorbeifahren, dann sage ich ja, hier, bitteschön. Ich hoffe, dass es dann zählt.
Ah ne, da kommt wieder der Chaosfahrer. Da kommt er wieder. Die Felgen könnten wir eigentlich auch mal schon mal hier lassen, oder? Ja, komm, die lassen wir mal hier, wenn der dann offen hat. Können wir die auf den Stuhl legen? Ach, tatsächlich. Dass der Typ sich dann wundert, sozusagen. Ja, schade, dass man den nicht mit dem Telefon anrufen kann. Sozusagen, hör ich zu, ich hab dir hier was hingebracht. Ich möchte dann bitte mal irgendwanns Geld haben oder so. Irgendwas kleppert da irgendwie. Die Flaschen kleppern. Ach, das ist im Radio. Was ist das für ein komisches? Das, jetzt müssen wir echt finnisch verstehen, was, um zu wissen, was die da im Radio erzählen. Die machen bestimmt irgendeinen Sketch oder so einen Witz halt hier. Ja, aber das nervt jetzt irgendwie gerade. Mehr ist da nicht. Na, es ist schon schade, dass da nicht mehr Musik drin ist im Radio. Ja sicher, man kann sich eigenes hinzufügen, aber das hat auch nicht alles so gut, ne? Man muss halt einmal gucken, ob man da in die Creative Commons rein Lizenz reinkommt oder so. So, jetzt gucken wir mal, ob wir den hier mitnehmen können. Ah ne, vergiss es. So. Ups, okay, egal. ich weiß nicht, was ihr habt, ich weiß nicht. Lalala, schnell weg. Die Kamera wird sich wundern. So, ja, da irgendwann kommen wir ja wieder hier einmal vorbei, wenn wir Gülle auspumpen müssen oder so. Und dann können wir ja mal Tacheles reden, Skitari, was wir wollen. Ja, jetzt hätte ich gerne, also es klappt halt jetzt so, wie ich das wollte. Wir müssen noch irgendwann vorbeikommen. Es sind ja so viel losgefahren, aber von der Zeit her sind wir doch jetzt zu spät. Ne? Ja, es ist schon recht. Da geht es ein bisschen bergab, deswegen können wir jetzt nicht mehr beschleunigen hier. Erster Bahnübergang, da kann man immer so ein bisschen mitzählen dann. Jetzt kommt da noch einer und dann sind wir daheim. Aber erstmal geht's wieder noch ab hier. Alter, ist der mit seinem Schnaps. Hab aber leider keinen dabei. Da ist der Holzabladeplatz hier. Dann sind wir ja bald daheim. Da ist ja sehr hoch abgründig, mir auch jetzt links.
Da werde ich schon irgendwann brauchen, Differential-Lock. Für verschiedene Sachen. Ich gehe jetzt da runter, da gehe ich mit Gas einfach weg hier. Naja, wenigstens die Karre haben wir getankt. Das ist ja Scharfenwert und die für das Verkauf. Das ist ja gut Saft. Aber ich finde Kio, dann ist wieder ab. Na, so langsam kenne ich mich jetzt auf der Karte aus. Aber nur so ganz langsam. Und das eine, wo ich dann vorbeifahre und sage, da weiß ich, wo es hingeht, da geht es tatsächlich zu dem abgebrannten Haustür wieder, wo er in den Schütten da wohnt. Wo man irgendwie Karten spielen kann. Aber wie gesagt, nur abends ist der Typ anwesend. Und nicht in der Tag. Es ist halt immer, bis man da wieder hingefahren ist und so weiter, ne? Das ist auch immer die Sache. Dann müssen wir sich dann wahrscheinlich was zu essen finden. Moment. Ah, was war denn das? Rückwärts. Oh, Moment mal. Ach, eine Pizza. Wie cool ist das denn? Eine Pizza. Ich habe eine verlorene Pizza gefunden. Okay. Mach die verdammte Tür auf, sonst hau ich sie ein. Ah ja, dahinter sitzt eben die ganze Saftflasche. So, jetzt habe ich hier was zu essen. Ich komme nicht an die Bremse ran. Was? Ich hasse es. Mal anders hinsetzen hier. So. Da kommt dann nicht an die Bremse hin. Das darf einfach nicht sein. Es müsste wirklich einen Shortcut dafür geben. Das wäre alles dann einfacher. So, ja. Man findet so einiges wieder, ne? Aber den Brief, den einen, den werden wir nie wieder finden. Der ist abhanden gekommen. So, hier müssen wir noch einmal abbiegen jetzt. Da geht's zum Kesselwind. Die Kesselwindstraße. Ja, wir gucken uns mal hier den Weizen an. Können wir mal ein bisschen durchfahren. Ja, und heute werden wir hier mal ein bisschen Landwirtschaftssimulator machen. Ja, das wäre auch lustig, wenn wir das mal machen könnten sogar. Für irgendeinen da das Feld abpackern oder so. So, da ist der Leuchtturm. Also gerade auf der anderen Seite waren wir hier jetzt vom See sozusagen. Und schon erstaunlich. Ja, noch 5 Kurven, das sind wir daheim. So ungefähr, geschätzt hier. Ich brauche mir hier noch ein paar mehr Liter zur Abwechslung, weil die kommen sind oft die gleichen. Das ist ja immer, man muss die erst umwandeln, gehen ins OGG-Format. Warum die so ein exotisches Format gewählt haben, weiß ich nicht. Vielleicht aus Platzgründen, dass die Dateien zu groß sind, aber ich weiß es einfach nicht. Naja, wir müssen eigentlich aber wieder so langsam am Auto weitermachen, weil jetzt bin ich die ganze Zeit hier noch rumgefahren, habe Jobs erledigt und so weiter, aber es ist einfach so ein Spiel.
Du musst halt immer in die Stadt, musst du mal bei Picari hin, musst die Reife ziehen zum Beispiel. Naja. Musst du mal wieder auf Achse und dann jobs du mal raus und suchen tatsächlich das nötige Kleingeld für die Teile. Ja, aber ich glaube, da gehe ich gleich nochmal rein, ob da was drin ist, ob dann da eine Rettung drin ist. Aha, Basisstromrechnung. Okay. Für 142,6 Kilowatt, also, ja, 111,24. So viel können wir doch gleich verbraucht haben, also echt. 78 Pfennige pro Kilowattstunde. Ganz schön teuer. So, Telefonrechnung ist aber keine drin, ne. Gut, wegen des nicht. So, weiter geht's. Ups, das war jetzt zu viel. Der dritte Gang ist dann doch zu heftig. Na! Kann nicht mehr einkriegen hier. Jetzt geht's. Das war realistisch gemacht, die ganze Sache. Hier ran. So, da steht noch der Hof. Ach, der steht im Hof. So. Das frage ich ja doch den Trecker hier in den Hof rein. So, Ankunft und Bremse rein und zack. Mach mal den Vogel aus wieder. So. Einmal Juice. Übers Dach. Ah, es liegt auf dem Dach, okay. Nochmal Juice. Das war gut, aber oben drüber kann ich den einen noch abwerfen hier. Ich krieg den noch runter. Leere Flasche. Jawohl. Und hui. So, zeig ich mal her, ich muss mal noch ein Bier trinken. Kann man den vielleicht hier durch den Dinger werfen? Ah, nee. Verhakt, okay. Haben wir sonst noch irgendwie was? Nee, ich glaube, das war alles. Es waren 6 Kanister. Mehr hatten wir nicht. Die Pizza bleibt mal hier drin. Die verdirbt ja nicht einfach so. So, wo war jetzt der MT? Das ist der Juice. Das ist Juice. Juice. Ach ja, schön. Komm heim und das Apparat, das schält wieder mal gleich. Ja, Moment, ich komme, ich renne schon, ich eile. Ja. Ah ja, Holz, Feuerholz, ja, ich mach dir welches. Tschüss. Also wir können jederzeit liefern. Ja, da sind wir doch gerade vorbeigefahren. Warum ist Omas Quest immer noch offen? Ich hab ja doch die Milch und so weiter gebracht. Ich verstehe es nicht.
Also was, wie viel will die von dem Zeug? Die hat ja keine Angaben gemacht. Der Saft bleibt einfach mal hier draußen. Aber wisst ihr was, Leute? Ich glaube, unser Kio blubbert nicht mehr. Der könnte fertig sein. Ich höre es nicht mehr blubbern. Ups, falsch. Ich glaube, er ist fertig. Ja, der ist fertig. Ganz eindeutig. Das bedeutet, es gibt Kio. So, jetzt bloß nicht irgend verschütten. Crunch. Schön auf den Boden stellen. Den Lid öffnen. Warum lässt sich der Deckel jetzt nicht öffnen? Na nö. Was ist denn jetzt los? Warum lässt sich der Deckel nicht öffnen? Warte mal, ich tue den nochmal in die Küche tragen. Stellen hier auf den Tisch. Der Deckel lässt sich nicht öffnen. Was soll denn das? Oder ist er doch noch nicht fertig? Oder Backhausen? Nee, also hier ist ein X. Ah nee, jetzt hat er einen Moment. Jetzt hat er sich bewegt. Ah. So, ein kurzer Test. Kio, jawohl. Naja, gut, den Kio müssen wir halt dann auch wieder wegbringen, ne? Da haben wir, glaube ich, schon Kio. Ja. So. Jetzt hat er. Naja, hier haben wir ja auch noch Juice, okay. Den müssen wir erstmal leer trinken. Naja, jetzt füllen wir erstmal die Flaschen, die wir draußen haben. Komisch, dass der Deckel vorher nicht runter wollte. Das war sehr eigenartig. Ja, nicht. Nicht ausschütten. Ganz vorsichtig. So. Beep, Scanner. Einmal durchziehen. Frischer Kio, selber gebraut. Das ist eine Art sowas wie ein Most, wenn man so will, ne? So. Komm. Machen wir das Radio an. Tätä kutsutaan varosyömiseksi. Onhan se das ihan sexy. Hyvä syö. Ein bisschen laut hier. Das Radio hört sich besser an. Finde ich, wie die anderen Radios. Weiß nicht warum, aber ja. Ja, ich brauche immer und überall Radio. Das gehört einfach dazu. Jetzt haben wir noch, ja, ein bisschen ist noch drin. Da haben wir den Juice frisch gekauft. Ja, jetzt müssen wir wieder pinkeln. Ja, der Hunger geht ja tatsächlich runter, okay. Aber der Durst geht nicht runter. Leer. Ja, scheint leer zu sein. Ah ne, ist ja noch Juice drin. Ich trottel. Jawoll. Auf voller Rübser hier.
Jetzt kann ich das gleich zählen, wie viel das ist ja. Warte nicht, ich geh mal kurz aufs Klo. Sonst platzt mir noch die Blase, sonst stehen ja Zeitungen. Ja, junger Mann gestorben an, geplatzter Blase oder so. Weiß ich, ob das geht. Mein, an Stress kann man auch sterben, das weiß ich schon. Gut, an Übermüdung habe ich es bis jetzt dann nicht gehabt. Da hat man bloß immer diesen komischen Sekundenschlaf dann. Und an Dreck oder an Dirtiness bin ich ja hier auch noch nie gestorben. So, schwupp, den letzten Tropfen rausdrücken hier. Wie im echten Leben. So. Hände waschen können wir uns ja nicht. Ja, da müssen wir wieder mal Holz machen für den einen hier. Hm. Jederzeit lieferbar. Noch ein Saft. Der gibt Kraft. Ich meine, man kann auch um unseren die Dinger leer trinken, ne? Ist schon klar. Und das machen wir jetzt halt auch, nur dass wir halt alles abfüllen können. Aber wirklich, der Durst geht nicht runter, man kriegt durch den Saft mehr Durst. Das ist so viel Kio, das ist... Und da liegt der auch noch. Das gibt Geld, das gibt Geld, Leute, das gibt Geld. Lalala, ich freue mich, ich freue mich. Ich freue mich. Das gibt Kohle, das gibt richtig Kohle. Das setzt man echt gleich den nächsten an und es gibt ordentlich Schotter, ja. Ja, 170 pro Flasche, da bei 20 Stück. Das ist schon ordentlich simpel, da sind es doch auch 3400. So, aber jetzt ist es leer, ne? Ja, jetzt ist eben leer, ja. Aber zur Sicherheit, ja. Gut, den können wir jetzt aufheben, die Flasche hier. So, jetzt haben wir noch hier zwei Flaschen Saft. Da liegen noch ein paar Zigaretten rum. Jetzt haben wir hier, ja. Gut, dann setzen wir mal neu an. Ne, wir haben jetzt gerade nur Durst, wir brauchen nichts essen. Also, jetzt mal heutzutage des Feiers, zur Feier des Tages hier mal vom Wasserhahn wieder mal. So. Also ich komme hier zu gar nichts mehr anderem als hier rum zu, aber normalerweise sollten wir ja unser Auto zusammenbauen, ne? So, jetzt gucke ich mal, aber das wird nicht, nee, das passt hier nicht runter. Wir müssen da ins Bad rein, Alter. Ja, immer diese zuenden Türen. Ich hasse zuenden Türen. So. Da können wir gleich duschen. Das wird jetzt Kio mit besonderem Geschmack hier. Fühlt er sich eigentlich auch ein bisschen hier drunter? Tatsächlich, das geht auch, ja. Und ich stelle mich da rein. Das wird besonderes Aroma, ja. Was ist jetzt gerade drüber, blubber? Was hat blubber nur gemacht? Nee, das kann man nicht nehmen, die Sachen hier. Nö. Das war das vielleicht bestimmt irgendwie Mod, wo der eine hatte. Ich bin mir nicht sicher, weil ich hab mal bei jemandem gesehen, der hat einen Eimer gehabt mit einem Schwamm dann hier. Ups. Das war so nicht geplant, das ist noch nicht voll. So, das sieht man schön. So, jetzt ist er auch voll, ne? Ja, der Spiegel steigt nicht mehr. So, dann setzt man neu an.
neuen frischen Kio. So, ich mache das immer gern so. Dann ist es am besten. Zuerst das Wasser und dann die Zutaten. Plumps, einmal Zucker. Zweimal Zucker. Drei. Vier. Fünf. Und sechs. So, und einmal Hefemischung hier. Zack. Das ist das kleine Geheimnis und den Deckel wieder drauf. So, wie immer kommt er hier wieder auf unsere Waschmaschine drauf. Was ist denn das hier für ein Schrank? Was ist denn das hier? Vierfach oder was? Könnte sein. So, wir müssen jetzt wieder schon wieder brunzen. Das kann ja nicht sein. Ja, wir verbrunzen hier das ganze Klo, so wie sieht es auch aus, ja. Ich stehe immer auf dem Rand, jawohl. Ich stehe immer auf dem Rand oben und pinkel rein. Stehklo eben. So, der Stress, der steigt auch mal wieder gerade. Das ist natürlich wieder schön. Okay, das wäre das. Close jetzt die Door. Closet die Tür. Es ist 10 Uhr abends, okay. Und der Kio blubbert vor sich hin. So, wie viel Zucker haben wir denn eigentlich noch? Das ist jetzt blöd zu zählen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Stimmt das? Ach, schon wieder Klinik Oulu. Helsinki. Ja, die Klinik in Helsinki oder so irgendwie. So, 6. Und das sind nochmal 6. Dann haben wir noch 3. Ah, schon wieder das blöde Telefon. Ja! Terve, terve, vaan, meidän tämä paska kaivo olisi. Ah ja, ist voll, ich komme irgendwann vorbei, ja. Wenn die anderen sich melden, dann ja gut, wir haben einen Hammer noch hier, aber ja. Zwei Leute haben jetzt im Moment. Shit of full, ja. Okay. Also was haben wir jetzt gesagt? 3 haben wir jetzt noch übrig. Wir können noch 2 mal Kio mit dem Zucker ansetzen. Backmischung haben wir hier noch genügend. Da haben wir noch 2, 4, das sind 6 noch, ne? Ja. Okay. Was ist das hier eigentlich? Waschi! Super! Jawohl. Ja, wie viel spät haben wir jetzt hier? 10:30. Naja, da können wir uns hinhauen. Wir sind schon etwas fertig gut. So, also dann kurz Nächtle. Kurz Nächtle, habe ich gesagt. So. Nein! Minä koin disruissa joka tallo, vaikka... Jää kukka vasta, perkele! Ich komm. Der Depp schon wieder. Ach, wir haben das Radio angelassen. So, okay. Gut, aber bevor ich den abhole, das mache ich erst in der nächsten Folge. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen und dann
Bis zum nächsten Mal müsst ihr unbedingt wieder dabei sein hier bei My Summer Car. Tschüss, euer Legolas.